Leute, heute geht es weiter mit FIFA 22 und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Und das heißt, Auftrag gegen die Bohemians FC, das müssen wir natürlich, oder wollen wir natürlich gewinnen. Und ich werde dann wieder ein bisschen nochmal durchrotieren, also wieder quasi zurückrotieren. Aber das passt ja so. Ja, gehen wir rein ins Match, ins entscheidende dritte Gruppenspiel, ob wir heute rausfliegen oder ja, ob wir heute rausfliegen oder ob wir weiterkommen. Mal schauen. Das entscheidet sich heute. In Dortmund. Willkommen im Signal Iduna Park, liebe Zuschauer daheim an den Geräten. Das Wetter ist klasse, wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie am dritten und letzten Vorrundenspieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Drittes Spiel in diesem Vorbereitungsturnier. Bisher kann sich das hier alles sehen lassen. Das ist ein begeisterndes Turnier. Das sehen wir ja auch bei den Fans. Sie nehmen es gut an. Jetzt nimmt das allein. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine erste Chance hat das doch Niklas Bohemians. Kurze Variante bei dieser Ecke. Keine Ecke. Die sind halt doch sieglos. Ne? Und wir kämpfen ein bisschen ums Überleben und weiterkommen. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt, so wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Da fangen sie den Pass ab. Wird Einwurf geben. Verlieren dürfen wir heute nicht. Jetzt ist es gefährlich. Muss mehr kommen. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Ach, Mann. So die Chance, da vorne zu spielen. Guter Pass jetzt. Gefährlich. Zu nachlässig. Abstoß. Na komm, guck mal, was. Dann noch ein bisschen was dran ziehen jetzt, weil wir müssen wieder ein bisschen reinkommen in dieses Match. Der Ballverlust. Du kommst aber auch nicht nach vorne. Sobald du irgendwie nach vorne kommst, haben wir. Sehr gutes Technik. Das war jetzt vielleicht mal die erste. So, Mann, nein, jetzt kommt aber auch keiner mit. Es war ein Steilpass mit Dreieck gerade. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Keine Chance, irgendwas zu machen gerade. In die Richtung zu gehen, in Richtung Tor. Chance zur Flanke jetzt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ich halt nicht. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine, ich komme nicht rein, ist es nicht. Du gewinnst das erste Spiel 7-2 und kriegst dann nur noch einen auf den Sack. Und dann gibt es die nächste Chance und dann macht er das Tor.
Strafe für den schwachen Bekommen. So, da hätten wir also das Einzige. Nix, gar nichts. Ein einfacher Pass. Wieder abgefangen. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Das wird ein richtig schweres Turnier werden. Und da wieder weiter zu kommen. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball, klasse. Was nichts, gar nichts zu melden gerade momentan. Gute Chance. 2-0. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er dann das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut. Und dann ey, du kriegst nichts gebacken. 0,0 Chance da hinten drin. Und dann abgezogen. Ja, sehenswert. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Zweikampf um den Ball. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Die Gelegenheit für die Flanke. Und er pfeift den Vorteil doch ab. Freistoß. Ball kommt rein. Da können sie klären. Weiter. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Der wird doch geschubst. Das interessiert den Schiedsrichter aber nicht. Mann, Mann, Mann. Nee, also Chancen, ich bin momentan nicht chancenlos. Ich fühle auf jeden Fall hier raus. Diese schnellen Pässe hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance anzukommen. Oh. Da war der letzte Mann. Könnte rot geben. Ganz klare Entscheidung, der war letzter Mann. Und so bitter das ist, da konnte es nichts anderes als die rote Karte geben. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Ich weiß nicht, was los ist gerade. Ich krieg's gerade nicht gebacken. Wir sind, wie gesagt, absolute Chance. Wir fliegen eh raus mit der Leiste. Vielleicht schaffen wir es noch Platz 2, aber. Vorstoß. So, klasse. Und jetzt der Schuss. Was für eine unglaubliche Parade. Ja, ja, brauchen wir gar nicht mal nachdenken. Fantastischer Reflex, den habe ich schon drin gesehen. Da ist die Hereingabe. Oh, wichtiger Befreiung. Vielleicht rettet uns der hohe Auftaktsieg den Arsch. Da könnte was entstehen. Drüber. Da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Er hat den Ball am Ende doch nicht perfekt getroffen. 45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Auf keinen Fall ein Grund. Ja, was willst du? Ein Grund, was für ein Grund? Berlin ist aber unentschieden. Somit ist es eh vorbei, aber. Alle Spieler sind zurück aus der Kabine, kann weitergehen. Und dann haben wir die Gruppenphase bald auch schon geschafft. What? Das ist die Chance jetzt. Und sie kämpfen ja, vielleicht. Ist das noch der Auftakt jetzt? Ein Tor bis zum Unentschieden. In den letzten Minuten eigentlich unterlegen. Und auf einmal sind sie da. Nutzen ihre eine Chance. Eine super Aktion. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Auf. Vielleicht, um doch noch was mitzunehmen hier. Weiter dieser Angriff. Da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Tja, jetzt haben Sie den Ball dann doch verloren. Davis. Da wäre Platz für den Konter. Hunter. Könnte jetzt was werden. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Vielleicht jetzt auch irgendwie noch was mitzunehmen. Vielleicht doch noch einen Punkt. Dann wäre es wahrscheinlich wieder das Tor. Machen wir wahrscheinlich. Danke. Kein allzu gefährlicher Ball. Nach einigem Hin und Her, wie das so üblich ist, konnten sie den Transfer dann doch klar machen. Unheimlich verdienter Spieler. Ist der Moment, jetzt knallt's gleich. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr ausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Ja, da wäre es vielleicht sogar möglich gewesen, noch mal was zu reißen, noch mal reinzukommen in dieses Match. Nur noch 1-2, runter halbe Stunde noch, vielleicht. Das Pressing ist da. Ballgewinn, gefährliche Position. Holt sich den Ball im eigenen 16er.
Oh, der Verteidiger da. Ja, vielversprechender Steinmann. Schön vorbei. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Erfolgreich gegrätscht. Definitiv. So, Gross. Und jetzt sind Gross. Hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Der hat nochmal Tempo aufgenommen. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Könnte der Ausgleich sein. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Vielleicht die Konterchance. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Ach, das war zu offensichtlich. Das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Das war nicht, das war nicht. Das war ein Foul. Das war gar nichts. Ball kommt in den 16er. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Wartet. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Wartet. Jetzt könnte die Flanke kommen. Ball ist unterwegs. Das war doch kein anderer, der stand da noch mit dem Mann daneben. Das war unüberlegt, da müssen Sie warten. Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Das ist kein Nein, guter stand, Pass. Da stand nichts. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was Sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber Sie liegen halt vorne und wer will es Ihnen verdenken? Pass kommt nicht an. Mit Auge. Mit Hunter. Ja. Sie geben nicht auf. Nur noch zu 10 sind sie. Aber das ist ihnen egal. Ausgleich. Da ist das Tor. Sie sind wieder da. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Wieder offen hier. 2-2. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Abwehrversuch, Schalter, Szene geht weiter. Ganz hab dich. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Toller Pass. Guter Körpereinsatz hier. Geht darum, noch mal die letzten Reserven rauszuholen, noch mal alles zu geben. Und mit diesen Fans im Rücken, da ist alles möglich. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Absatz. Die Flanke hat er. Mann. Ey, du kriegst einen 50-Meter-Schuss in der letzten Sekunde rein. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei und dann zieht er auf der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut. Das war's. 3-2 also. Da ist alles drin.
Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Dieses Block. Das war's. Wir sind raus. Angekommen. Schusspfiff. Und die Gastgeber sind der Verlierer dieses Spiels. Es gibt also diese Niederlage. Denkbar knapp verlieren sie hier. Und entscheidend war der späte Gegentreffer ganz am Ende. Danach ging nichts mehr. Du kriegst das echt aufgeholt in der zweiten Halbzeit und haut der dann so ein Ding einfach raus. Ne, wir sind raus, denke ich mal. Die zwei Niederlagen machst du mir nicht gar nichts mehr. Ich denke, wir sind raus. Ja. Ey, wirklich in der letzten Sekunde kriegst du so ein Ding schon wieder rein, ey. Ey, was soll das denn? Ey, du kriegst dann so ein Ding ja noch am Ende. Du holst es komplett auf und kriegst dann ach, in der letzten Sekunde, weißt du. Ja gut, das wird wohl nicht jetzt bald raus gewesen. Och Mann, ey, du gewinnst das erste Spiel 7-2 und fliegst dann raus noch. Hätten die nicht mit abnehmen können, wären wir nämlich weiter gewesen. Ey, du hast die beste Tordifferenz, den besten Angriff. Gut, du hast die schlechteste Defensive, aber du hast trotzdem den besten Angriff, fliegst trotzdem noch raus. Ey. Tut weh, das tut richtig weh gerade. Na gut, dann war's das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit dem Liga-Auftakt los.